Zeichnen tue ich halt eher abstrakt mit unterschiedlichen Materialien und Formen und Farben. Und das spiegelt sich halt in meinem Berufsbild wider. Auf der Arbeit arbeite ich halt mit vielen unterschiedlichen Materialien und Warengruppen, Warenbereichen zusammen. Und es ergibt am Schluss auch ein komplettes Bild. Visual Merchandiser bedeutet, dass ich für das komplette visuelle Erscheinungsbild einer Filiale verantwortlich bin. Wenn ich dekoriere, möchte ich den Kunden eine Möglichkeit bieten, sein Zuhause zu verschönern, sodass er viele unterschiedliche Anregungen sieht, die er sich selbst nachgestalten kann. Besonders gerne dekoriere ich Vasen mit Sand, mit Blumen. Mein Lieblingsartikel ist das Filzband, weil es in vielen Farben zu kaufen gibt und man kann es einfach zu allem passend dazu dekorieren. Depot ist einzigartig in der Ware und mir gefällt besonders die unterschiedlichen Bereiche, die es gibt, sei es von Heimtext, Möbel, alles ist dabei und man kann viel daraus nehmen. Meine Freundin hat aufgehört, bei Depot zu arbeiten, weil sie ein Studio machen wollte und dadurch war halt die Stelle des Visual Merchandisers frei und dann habe ich die Chance genutzt und mich bei Depot beworben, weil ich mich verändern wollte. Nach der Bewerbung hatte ich ein Vorstellungsgespräch und dann wurde ich direkt genommen. Bei meinem vorherigen Arbeitgeber war es halt auf Dauer immer dasselbe. Ich war perfekt in dem, was ich mache, aber es kam nichts Neues dazu. Ich blieb immer auf dem gleichen Level als kleiner Mitarbeiter und hier kann man sich halt einfach, wenn man talentiert ist und viel macht, hocharbeiten. Der ausschlaggebende Punkt war einfach, dass ich hier nicht nur ein Dekorateur bin, sondern viel mehr mit meiner Arbeit bewirke und erreichen kann. Als Visual Merchandiser ist man eine Führungskraft. Man lernt, mit Mitarbeitern umzugehen und sie einzuplanen. Dadurch hat man natürlich auch viel mehr Verantwortung, an der man einfach wächst. Das Arbeiten bei Depot ist toll, weil man hier im Team ständig untereinander arbeitet und miteinander arbeitet. Ich fühle mich sehr wohl in meinem Team. Das ist einmal die tolle Ware, mit der man tagtäglich arbeitet, andererseits aber auch die Mitarbeiter, die man mit der Zeit natürlich ins Herz gewinnt. Man ist offen und ehrlich zueinander. Das schätze ich an Depot. Als Visual Merchandiser arbeitet man sehr viel mit der Filialleitung zusammen. Man muss an einem Strang ziehen, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Am meisten Spaß bei Depot macht mir dieses Organisatorische, dass ich Einfluss habe auf den Tagesablauf in einer Filiale. Hat man auch selbst die Möglichkeit, wichtige Teile selbst zu entscheiden, die eine Filiale ausmachen. Was ich bei Depot so schätze, ist einfach, dass die Arbeit, die man erledigt, geschätzt wird. Es ist toll zu hören, das hast du gut gemacht, mach weiter so. Dadurch fühle ich mich bestätigt und will mehr leisten. Ein Bewerber für diesen Beruf sollte auf jeden Fall Kreativität mitbringen, ein gewisses Gespür für Farben und Formen haben, auf jeden Fall abwechslungsreich sein. Da muss man einfach mit Trends gehen. Mein persönliches Ziel bei Depot ist einfach, dass ich mich vom Visual Merchandiser weiterentwickle zum Bereich Visual Merchandiser, weil ich einfach viele unterschiedliche Filialen betreue mit unterschiedlichen Mitarbeitern. Dadurch habe ich mehr Kontakt zu ganz unterschiedlichen Menschen und das reizt mich an diesem Beruf. Für mich persönlich habe ich hier sehr viel gelernt. Früher war ich schon eher schüchtern und hatte Angst, auf Menschen freisprechend zuzugehen, aber mittlerweile klappt das immer besser und ich bin einfach offen geworden. Ich möchte einen Kunden glücklich machen, wenn er aus Depot rauskommt. Ich möchte, dass er mit einem Strahlen die Depot-Filiale verlässt. Mein Herz schlägt für Depot, weil ich hier kreativ sein kann.